Ja, letzte Woche waren wir noch auf der SEMA in Las Vegas. Jetzt sind wir in Köln auf der Motorsport Expo. Motorsport World Expo. Die Messe ist deutlich kleiner als die SEMA. Verglichen mit dem, was wir auf der SEMA gesehen haben, werden wir das hier in einem Video abarbeiten können. Aber sehr interessant. Die Messe ist eine reine Motorsportmesse. Das heißt, hier kommt halt nur Motorsportpublikum hin. Die ist nicht für die Öffentlichkeit geöffnet. Das heißt, der Otto Normalbürger kommt wie bei der SEMA auch nicht hier rein. Es ist wirklich nur Fachpublikum. Es ist 100% professionell. Wenn man hier so ein bisschen durch die Hallen läuft, hier gibt es keinen Schmur und keinen Schnickschnack und keinen Schick. Hier gibt es halt wirklich Motorsport. Also wirklich technisch. Super technisch. Wir fangen direkt hier an dem Auto an. Wie alle wissen mittlerweile, ich liebe Schnittmodelle. Alles, was aufgeschnitten ist, ist toll. Das Auto ist praktisch aufgeschnitten. Vielleicht nicht unbedingt geschnitten, bis auf den Kotflügel da unten. Den Seitenschweller, Entschuldigung. Aber es ist zumindest so weit geöffnet, dass man überall einen Einblick hat. Und was schon ziemlich, ziemlich geil aussieht. Mega technisch. Es ist, ich sag mal, so ein bisschen das, wo die Tuningbranche drauf guckt und schaut, was muss ich verändern, um das ja so klasse wie im Motorsport zu bauen. Deswegen ist es für uns auch interessant, hier auf der Messe zu sein. Zum einen beliefern wir Firmen, die im Motorsport arbeiten. Zum anderen ist es natürlich auch für uns immer so ein bisschen, man guckt ja, was es im Motorsport gibt, was man im Tuning-Bereich auch verwenden kann. Was auf alle Fälle sehr spannend ist, Schnickschnack ist hier nicht so, wenn man hier so ein bisschen genauer hinguckt. Hier sind Spaltmaße nicht wichtig, Toleranzen etc. Hier wird das einfach irgendwie zusammengepappt. Im Groben und Ganzen kann man sagen, wie ich immer sage, es muss funktionieren und nicht schön aussehen. Und das ist dann wirklich richtig Motorsport. Scheiß drauf, wie dicht hier ein Rohr ist oder ob das Endrohr verbeult ist oder ob da die Pseudo-Rückleuchten nicht richtig in Position sind. Es muss halt einfach funktionieren und das hier funktioniert. Das ist schon ziemlich cool. Im Bereich Turbolader auch was ganz Besonderes. Für den, der jetzt hier so auf den Lader blickt, dem fällt vielleicht auf, es gibt nur einen Einlass, es gibt einen Auslass, es gibt aber zwei Druckdosen. Warum gibt es zwei Druckdosen? Wir haben hier, das ist ein bisschen schwer das Teil, zwei Einlässe für die Abgasseite, einmal hier und einmal hier. Das ist eine super klasse, ich sage mal, Twin-Scroll-Konstruktion für einen V-Motor. Der Turbolader hier ist jetzt also im Bereich aus den Le Mans-Autos. Und wir zeigen das gleich mal am Motor direkt. Hat eine extrem geile Konstruktion, wie das Ganze funktioniert. Bei einem klassischen Twin-Scroll-Turbolader ist es nämlich so, dass wir, also ich sage jetzt mal, einen 6-Zylinder oder einen 8-Zylinder haben und 3 oder 4 Zylinder dann effektiv in einen Kanal und 3 oder 4 in den anderen Kanal gehen. Und dann die Abgase hier zusammen parallel auf die Welle geführt werden. Das heißt, man sieht hier ziemlich deutlich diese zwei Kanäle. Und innen drin sieht es dann so aus, dass die zusammengeführt werden und zusammen auf die Welle gehen. Der entscheidende Punkt ist, dass die beiden Kanäle unterschiedlich gezündet werden im Motor und damit immer so ein Impuls hier kommt, ein Impuls hier, ein Impuls hier, ein Impuls hier auf die Welle und diese dann antreibt. Der Vorteil ist ein schnelleres Spooling. Bei dem, Le Mans Motor sieht das Ganze ähnlich aus, nur ein bisschen cooler konstruiert. Wir gucken uns das jetzt da nochmal genau an. Beim Le Mans Motor ist es so, dass praktisch auch diese zwei Kanäle funktionieren, bloß sie werden von zwei Seiten angefeuert. Das heißt, einmal trifft oben auf der Welle der Abgasstrom ein und einmal unten auf der Welle. Das heißt, die Verteilung ist wesentlich besser. Das ist ungefähr so, als würde man, eine Mutter haben, an einer Seite drehen oder man benutzt zwei Hebel, hat die Mutter in der Mitte und hebelt auf den beiden Seiten. Das heißt, ich habe eine deutlich stärkere Hebelwirkung und das Ganze ist hier natürlich super cool konstruiert, weil es aus dem V heraus der Krümmer reingeht, links, rechts in den Lader rein. Das Ganze ist dann noch kompakt, die Wege sind optimiert. Das ist schon
sehr, sehr coole Konstruktion. Für uns kaum anwendbar, aber das ist halt ein Bereich, der ist speziell für dieses Auto entwickelt worden. Also man hat im Motorsport auch, also viel hier ist auch Faktor Sicherheit, Spritversorgung etc. Und dann hat man natürlich auch Stände, die solche flexiblen Sicherheitstanks anbieten oder Tanks anbieten, die flexibel sind für Aufprall etc., dass das nicht gleich explodiert und so weiter. Was man auf dieser Messe auch extrem viel hat, sind Motoren. Natürlich alle mit diesen Motorsport-Modifikationen und sehr oft zu sehen ist komplett gefräste Blöcke. Hier sind überall komplett gefräste Blöcke. Das ist schon faszinierend, wie das so glitzert und glänzt, und gefräst ist sowieso total geil. Und was natürlich im Bereich Turbolader immer ganz wichtig ist, alle Turbolader kommen mit Restriktoren. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man da hier super geile große Lader anbauen kann. Der Restriktor ist dafür da, die Luftmasse zu begrenzen. Das heißt, ich habe durch diesen Raum, der durch den Restriktor durchgehen kann, die Luftmasse begrenzt und damit immer eine limitierte Leistung. Es ist relativ simpel. Man kann jetzt hier am Ladedruck schrauben, was man will. Durch diesen Restriktor ist die Leistung festgelegt und nicht mehr veränderbar. Zum Nachteil für uns, Vorteil zum Motorsport, damit die Leute mit einer fairen gleichen Leistung fahren. Hyundai i30 N ist auch gerade das absolute Thema in der Tuning-Szene. Das heißt, wir haben da diesen Gegner zum Golf GTI und es wird gerade unglaublich gefragt. Also wir kriegen dieses Feedback extrem, weil das Auto ist bezahlbarer als ein Golf und offensichtlich auch im Motorsport. Das ist jetzt hier die TCR-Version von dem Hyundai i30 N. Der muss leider mit einem verblombten Motor fahren. Für alle, die auf der Straße fahren, kleine Randbemerkung, wir sind jetzt aktuell bei 423 PS und 500 Newtonmeter. Die 500 Newtonmeter sind limitiert durch die Kupplung. Das heißt, das Potenzial für dieses Auto mit dem Turbolader, den wir dafür machen, ist schon gigantisch und ein sehr schönes Auto für einen bezahlbaren Preis. Also ich bin davon auch mega beeindruckt und die Kiste hier ist natürlich noch viel geiler, nur auf der Straße leider nicht fahrbar. Hier sieht man dann zum Beispiel auch Motorsport-Karts, in dem Fall von Ralf Schumacher. Er ist vermutlich nicht selber damit gefahren, das Ding sieht zu neu aus. Keine Ahnung, ob es ein Branding ist oder ob das so eine Ralf-Schumacher-Edition oder weiß ich was ist. Fakt ist, man stellt hier auf der Messe gerne mal kleine Modelle auf. Dass man hier Autos sieht, ist äußerst selten. Man sieht in erster Linie Teile. Das liegt daran, dass diese Messe extrem teuer ist. Also verglichen mit anderen Messen, die man so kennt oder die der ein oder andere, der auch eine Tuning-Firma, ein Unternehmen oder wie auch immer hat. Die Messe hier kostet extrem viel Geld. Man spart und dann stellt man einen Kart hin, aber immer noch Motorsport. Und wir sind wieder beim Thema Schnittmodelle. Ich liebe Schnittmodelle und selbst hier ist eine Antriebswelle einfach mal aufgeschnitten, um zu signalisieren, dass sie hohl ist. Und ich habe mir das gestern so ein bisschen erklären lassen. Die ganzen Gelenke sind hier auch aufgeschnitten, weil es gibt tausend Varianten von Gelenken für Antriebswellen. Das eine ist kompakt, das andere kann die Scherkräfte besser abhalten, das nächste ist stabiler und so weiter. Also Antriebswellen sind offensichtlich auch eine absolute Wissenschaft für sich. Das Besondere an dieser Messe sind dann so die kleinen Sachen. Und zwar hier mal ein Getriebe aus einem Formel-1-Auto. Formel-1-Auto irgendwo mal zu sehen, auf der Rennstrecke, Straße, Fernseher, auch mal live, ist häufiger mal der Fall, dass man das machen kann. Nur so die Teile selber mal zu sehen und vor allen Dingen mal reinzugucken, wie das innen drinnen aussieht, das ist schon sehr selten. Und hier haben wir ja ein offenes Modell eines Formel-1-Getriebes, wiegt 40 Kilogramm, ich muss jetzt nochmal spicken, weniger als 40 Kilogramm kann dauerhaft 340 Newtonmeter aushalten und kurzzeitig auch mal 560 Newtonmeter, ist ein 7-Gang-Getriebe und es funktioniert offensichtlich genauso gut, wie es schick aussieht. Was auch hier sehr markant ist auf der Messe, ist dieser Einzug von Elektro und Hybrid. Man sieht es überall an den orangenen Kabeln. Alle stellen hier Elektromotoren, Getriebe für Elektromotoren und ähnliche Sachen vor. Auch bei den Getrieben, die hier überall stehen, steht dann immer dran, auch für Hybrid geeignet. Man merkt halt wirklich, dieses Elektrothema zieht auch im Motorsport ein und wird, ja, ich sage jetzt einfach mal, unabdinglich sein, dass das kommt. Im Gegensatz zum Formel-1-Getriebe gibt es dann hier die Variante nochmal in groß. Das ist jetzt für GT3-Fahrzeuge schon beeindruckend, dass dieses Getriebe hier gerade mal 56 Kilo wiegt, wo doch das kleine Formel-1-Ding 40 Kilo wiegt. Da muss offensichtlich sehr viel kompakte Technik, stabile Technik vor allen Dingen, auf kleinem Raum sein. Ja, so sieht ein GT3-Getriebe aus. Ich würde mal sagen, wie ein normales.
nicht so beeindruckend von außen. Was halt hier dann sehr schön dargestellt sind, sind so die technischen Aspekte. Hier sieht man mal, wie so ein Zylinderkopf sozusagen entsteht. Die Firma hier macht, ich glaube, es heißt Rapid Prototyping. Auf alle Fälle ist die Sandform, aus der Sachen gegossen werden, ist hier im 3D-Druck erstellt. Das heißt, aus dieser Sandform, das ist praktisch die Sandform, wie man jedes Gussteil baut, hier wird das flüssige Aluminium reingegossen, das härtet dann aus und zum Schluss wird die Form zerstört und man hat dann diesen Gussklotz übrig. Und zum Schluss wird das Ganze dann nochmal mit der Fräse bearbeitet, sodass die ganzen Laufstellen, alles was glatt sein muss, was passform sein muss, wird dann effektiv nochmal gefräst. Ist auf alle Fälle schön dargestellt, wie so eine Negativform von einem Zylinderkopf aussieht. Sieht dann auch so aus bei Abgasgehäusen, bei Verdichtergehäusen oder bei sämtlichen anderen Gussteilen. Sieht es im Prinzip immer so aus. Hier ist nur die Besonderheit, dass das Ganze kommt aus dem 3D-Drucker und damit können Gussteile in Kleinserie gefertigt werden. Hier könnte man dann mal meinen, man steht auf der CIMA, weil es steht doch tatsächlich ein Ford Mustang hier in Deutschland. Sehr geil, Vollcarbon, ich schätze mal jetzt auch GT3 oder so. Standmiete wollte man nicht bezahlen, der steht aus dem Stand raus. Ich wundere mich, dass hier keiner meckert. Ja, was soll ich dazu sagen? Breit, Carbon, geil. Ja, solche beeindruckenden Konstruktionen sieht man hier auch. Das ist jetzt nicht wirklich Rennsport. Das ist halt so, ich sag jetzt mal, der Pseudo-Rennsport aus unserem Bereich. Große Motoren, große Turbolader, Dragster, ähnliche Richtung. Ist meiner Meinung nach ein Motor für eine Supra. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Wieder bei den kurzen Ladeluftwegen, schön Turbolader raus, zack, durch den Ladeluftkühler rein in die Drosselklappe. Sehr schön gebaut, sehr schöne Konstruktion, sehr schöner Turbolader. Gefräster Motorenblock, super schöner Ladeluftkühler. Also ziemlich beeindruckendste Stand auf der ganzen Messe schon seit Jahren ist die Firma hier im Hintergrund. Die machen Stecker für alle möglichen Motorsport-Applikationen. Das sind hochpräzise Stecker, ganz toll und tausendmal zusammenstecken auseinander und auch so Schlauchkupplungen, wo irgendwie bei tausendmal zusammen und auseinander höchstens mal ein Millimeter Flüssigkeit verloren geht. Extrem teuer. Man sieht es dann am Standbau, die können sich das leisten, weil die fertigen für die Formel 1 etc. Und da ist zum Beispiel so eine kleine Anekdote, so ein Bosch Motorsport Steuergerät, extrem teuer, allein schon nur wegen den Steckern. Bosch hat eine sparsame Variante, also eine günstige Variante rausgebracht, da wurde einfach auf die Stecker verzichtet, das gleiche Steuergerät und kostet irgendwie die Hälfte, keine Ahnung. Also ein extremer Preisunterschied nur wegen den Steckern und deswegen können die sich so einen schönen schicken Stand leisten. Wer dann hier mal auf so einer Messe ausstellt, ist dann zum Beispiel Bosch Motorsport. Findet man auf einer Essen Motorshow nicht, auf einer SEMA nicht, auf einer PRI vielleicht, das weiß ich gar nicht, aber Bosch Motorsport steht dann halt hier. Mit den ganzen kleinen Teilen, die es gibt und die ganzen Zündkerzen und Injektoren und Kabelbäume und etc. Und dann halt auch hier diese berüchtigten Motorsport-Steuergeräte mit diesen tollen Motorsport-Steckern. Wo sich es natürlich nur um Motorsport dreht und um Leistung von Fahrzeugen, darf natürlich auch im Prüfstand nicht fehlen. Man sieht hier mehrere Firmen ausstellen, die Prüfstände haben. Die meisten machen das aus Platzspargründen. Eine Achse für eine Achse nur die eine Rolle hingestellt. Die Jungs haben sich gedacht, wir stellen mal einen ganzen Allradprüfstand hin. Und man kann natürlich auch, wenn man den Platz sparen will auf der Messe, also die Standgebühr sparen will, die stehen übrigens schon wieder außerhalb ihres Standes, dann kann man natürlich auch ein Modell eines Prüfstands hinstellen. Sehr gut inszeniert. Hier fährt ja auch ein Auto rum. Das ist dynamisch und cool und fällt auf. Und was absolutes Thema jetzt so dieses Jahr auf der Messe geworden ist, ich habe es im letzten Jahr schon leicht festgestellt, jetzt ist es absoluter Trend, man sieht es hier an jeder Ecke, 3D-Druck für Metallteile. Und hier mal sehr schön inszeniert eine Kurbelwelle. Das ist schon beeindruckend, wie eine Kurbelwelle gedruckt wird. Und man erkennt es ganz massiv hier dran, das sind diese sogenannten Supports für den 3D-Druck. Das heißt, das sind die Teile, wo normalerweise schwebend gedruckt würde. Die stützen das Ganze dann. Die werden zum Schluss rausgebrochen. Das muss natürlich auch noch bearbeitet werden. Aber 3D-Druck Metall ist ein absolut neues Thema oder ist so dieser neueste Trend im 3D-Druckbereich. So sieht das Ganze dann zum Schluss fertig aus. Da fällt mir wieder nur das Wort ein, beeindruckend. Man kann einfach nichts anderes sagen als beeindruckend. Auf der Messe sieht man sehr wenig Autos, weil wie gesagt Standfläche teuer. Wenn man dann aber Autos sieht, dann sind es richtige Rennwagen. Wie zum Beispiel hier der Lambo ist ein GT3-Fahrzeug, TCR-Autos, Formel-1-Autos etc.
Und hier auch richtige Fahrzeuge, die aus dem Motorsport kommen, also die auch richtig in der Benutzung waren. Das heißt, dreckige Frontscheiben, der Frontspoiler wurde repariert mit Holz, keine Ahnung, weil Carbon zu teuer oder zu aufwendig wieder ganz zu machen. Ja, Dreck, Gummiabrieb, richtige Fahrzeuge, die auch benutzt werden. Und wieder sind wir bei diesen faszinierenden kleinen Sachen. Das Schöne, was man hier so sieht, sind die Kleinigkeiten. Eine Formel-1-Kupplung. Wie süß. 860 Gramm. Bis zu, nee, über 800 Newtonmeter. Bei 22.000 Umdrehungen. Eine Vierscheibenkupplung. Und ich wurde gerade nochmal darauf hingewiesen, das ist der originale Stoßdämpfer aus dem Formel-1-Auto. Also der Stoßdämpfer von dem Federbein, nicht von irgendwo Getriebe oder sowas. Hier im Hintergrund auf dem Bild sieht man jetzt mal einen Tesla Breitbau. Hier befasst man sich auch mit dem Tesla und zwar mit einem einzigartigen neuen Material. Und zwar ist es ein naturelles Material, also nachwachsender Rohstoff, soweit ich es verstanden habe. Und hat die gleichen Eigenschaften wie Carbon, ist genauso leicht wie Carbon, ist genauso stabil wie Carbon und ist nur, wenn es kaputt geht, nicht so splitternd wie Carbon. Das Gefährliche an Carbon ist, wenn es kaputt ist, splittert es in rasierklingenscharfe Lagen, was im Motorsport genauso gefährlich ist wie im Straßenverkehr. Und die Firma hat sich hiermit befasst, ein neues Material zu machen, also extrem leicht, wie Carbon auch, und soll halt eine ganz andere Splittereigenschaft haben. Wir werden da auf jeden Fall dranbleiben, weil das ist was, was sehr interessant ist, auch für die Zukunft. Also Motorsportmesse bedeutet nicht nur Motorsportfahrzeuge, sondern auch so das Equipment drumherum. Hier gibt es Motorsportboxen, Ausstattung für die Rennboxen etc., Telemetriedaten, Headsets, den ganzen Kram. Und was ich persönlich ziemlich cool finde, sind so mobile Betankungsanlagen. Das heißt, man hat hier so einen Wagen, wo der Sprit drin ist, was ich zum Fahrzeug an die Rennstrecke bringen kann. Und dann betanke ich das Auto und wahnsinnig schnell. Wir führen das gleich mal vor. Hier auf dem Panel kann man dann auswählen, wie viel Sprit man ins Fahrzeug bringen will oder aus dem Fahrzeug rausbringen will. Das heißt, ich kann hier ganz simpel tippen, sage, ich möchte den Sprit ins Fahrzeug bringen. Und der entscheidende Punkt ist, man gibt Sprit in Kilogramm an, weil je nach Temperatur ist das Volumen unterschiedlich. Aber von der Kilogrammzahl ist es halt immer genau definiert, wie viel Kraftstoff bringe ich in den Motor. Interessante Sache, wusste ich nicht, Motorsport Kilogramm. Und dann drückt man einfach OK und sagt, man will 5 Kilo ins Fahrzeug bringen. Das ist richtig so. Und 5 Kilo Sprit sind ungefähr 6 Liter, würde ich jetzt mal sagen, bei Raumtemperatur. Und die laufen relativ schnell dann durch. Zack, 5 Kilo im Tank. Wenn man die Geschwindigkeit mal vergleicht, jeder hat bestimmt schon mal so einen 5 Liter Nachfülltank oder hier so einen Reservekanister in sein Auto gefüllt, dann ist das doch schon sehr viel schneller und komfortabler. Also man könnte entweder meinen, ich bin in einem Solarium oder ich lasse mich gerade bei Star Trek irgendwo hin beamen oder wir stehen einfach nur in so einem Werkbereich von einer super coolen Rennbox. Mega futuristisch gemacht. Die haben natürlich damit auch automatisch einen mega geilen Messestand. Das sind halt auch Sachen, die man auf dieser Messe sehen kann, die man sonst nirgendwo sieht. Ich würde jetzt mal sagen, ist für Motorräder gemacht, aber gibt es auch, wenn man sich das hier so anguckt, für Autos etc. Sieht super geil aus, ist wahrscheinlich Hölle teuer, aber ist dieser Charakter, den diese Messe ausmacht, weil man sieht halt sonst solche Sachen nirgendwo stehen. Man sieht sie so ein bisschen im Renneinsatz, auf irgendwelchen Events, auf Rennstrecken etc. Aber man sieht sie halt nirgendwo richtig, wo kommt das eigentlich her? Wir haben es gerade gehabt, wir sind gerade an so Schildern vorbeigelaufen. Ja, die Schilder sieht man immer im Fernsehen, aber wo kommen die eigentlich her? Und sowas sieht man hier auf dieser Messe. Motorsport World Expo klingt natürlich riesengroß, ist in Wahrheit eine kleine Messe. Für die Leute, die hier rumlaufen und feststellen, dass jetzt relativ viele Firmen aus Großbritannien ausstellen. Der Veranstalter kommt aus England, deswegen stellen hier auch relativ viele englische Firmen aus. Ansonsten ist es aber schon recht international, außer man könnte jetzt sagen, international heißt, dass die ganzen Engländer in Deutschland stehen. Aber im Prinzip sind hier viele französische Firmen, italienische Firmen und so weiter. Also es sind aus allen möglichen Ländern Firmen vertreten, die für den Motorsport Sachen ausstellen. Ich kenne nichts Vergleichbares, was jetzt irgendwie größer ist. Vielleicht noch die Show in Birmingham, aber die ist ziemlich national. Im Motorsportbereich kenne ich nichts, was irgendwie
zumindest in Europa vergleichbar größer ist. Wenn es hier heißt die World Expo, dafür ist es dann doch schon ganz schön klein. Aber es ist, wie gesagt, für klein doch wieder groß. Es gibt ganz viele kleine Stände und sehr hochwertige, qualitative Ausstellungen. Wir haben es noch nicht hundertprozentig entschieden, aber ich denke, wir sind nächstes Jahr dann auch wieder mit dabei. Könnt ihr uns auch persönlich treffen. Ansonsten danke ich jetzt erstmal fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid.